Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratute, beim Clan True Warriors. Ja, my home is my castle, aber euer home ist natürlich euer Castle. Also, wie man es nimmt, wir sind bei einer weiteren Folge Dorfbesuche. Und ich nehme mir jetzt erstmal die dran, die letztes Mal abgefarmt waren. Das ist hier der Flo 100, den habe ich, glaube ich, ganz am Ende benannt. Dieses Mal ist er nämlich online und er ist ein Rathaus 9. So wie ich das sehe, ist er das auch schon ganz schön lange, denn die X-Bogen sind schon hier auf schwarz. Sie sind hier, ja, man kann die schön weit außen setzen, keine Frage, aber man kommt natürlich leicht mit einem Queen Walk dran und kann schon mal Minimum hier so einen X-Bogen ausschalten. Ich mache mal wieder, was in der Besuchsfolge, glaube ich, etwas besser ist. Nehme ich den Mauszeiger rein. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht wieder rauszunehmen in den nächsten Folgen. Aber jetzt sehen wir den Mauszeiger wieder. Und dann kommt man hier natürlich mit dem Queen Walk zum Beispiel hier ran und kann schön von der anderen Seite, weil der Feger gerade im Ausbau ist, natürlich in diese Base fliegen. Aber sieht eigentlich ganz gut aus. Schön schwarz. Also er hat schon schön zumindest R8 durchgemaxt und hat auch, ja, Truppen sehen gut aus, 2er Golem, 2er, also ich glaube, so lange ist er noch nicht Rathaus Level 9, aber ich finde, das sieht ganz ordentlich aus, ein bisschen wenig CK-Sterne, also kleiner CK-Muffel hier, der Flo. Aber sonst, denke ich mal, ist es ganz ordentlich, er ist sicherlich ganz zufrieden mit der Base und auch mit seinem Vorankommen. Und auch hier, ja, das sieht gut aus, hier die decken schön die Luftabwehren immer mit so ein bisschen ab, auch die Bogenschützentürme machen das. Hier gibt es ein bisschen Pfeffer um das Rathaus herum, also auch von hier rein ist es sicherlich ein schwieriger Weg. Man kann sich das Rathaus letztendlich holen, aber es sieht hier ganz gut aus. Wir haben den nächsten. Es ist der Evil Killer 300. Irgendwoher kenne ich den. Ich weiß nur nicht, woher ich ihn kenne, aber er spürt im Moment mit seinem wirklich kleinen, ich muss das mal so nennen, kleinen Rathaus hier in der Titan League und wir gucken mal, ob er abgefarmt ist. Nein, er ist nicht abgefarmt, sieht auch ganz gut aus. Ich denke mal hier oben, ja, hat er sogar eine Def, gar nicht mal schlecht, aber die Helden passen hier gut, zum Beispiel zu den X-Bögen, die sind nämlich erst auf Level 2 und hier deckt natürlich jetzt überhaupt nichts die Luftabwehr, aber beide Luftabwehren überschneiden sich, also auch wenn man jetzt meint, ich komme einfach mal von hier hinten über das dunkle Lager hier rein. Das ist gar nicht mal so einfach, denn ein Lava-Hund bekommt dann gleich Beschuss von mindestens 2 Luftabwehren, wenn nicht sogar von 3, so wie hier. Und also das ist auch gar nicht mal so einfach. Die Feger stehen genau in die Richtung, wo man es dann eigentlich erwartet. Also sieht ganz gut aus hier. Die Base ist maxed out. Er macht jetzt noch ein bisschen die Lager hoch. Diese beiden hier bekommt man ja als Rathaus Level 9 mit dazu und muss sie als 10er vor allen Dingen nicht mehr bauen. Das find ich wunderschön. Beim Avatar ist mir das aufgefallen, dass man sich die Zeit dann als 10er sparen kann. Also baut hier ruhig auf hier auf den Max-Level und dann sieht das auch hier beim Evil ganz gut aus. So, wen habe ich als nächstes hier drin? Es ist der Joker vom Clan Pole Moston Theon. Komischer Name, aber ja, vielleicht ist er gehoppt, denn er ist erst zugelassen für den nächsten Krieg in 7 Stunden. Vielleicht war er vorher woanders und ist auch in Rathaus 9. Ich denke mal auch noch nicht so lange, hat die Zauber hier ganz weggelassen auf Rathaus Level 8. Die gehen nämlich schon auf 2 hoch, aber der Rest sieht ganz gut aus. Er hat die Drachen, denke ich mal, als erstes gemacht. Die Hocks passen eigentlich ganz gut, sicherlich zu dem Golem, der noch auf 2 ist. Und das Dorf sieht auch gut aus. Es ist ein 8,5er, denn er hat keine X-Bogen hier. Ich weiß nicht, ob das noch hilft, denn irgendwann ist diese Zeit der Punkt 5er Dörfer sicherlich vorbei. Irgendwann wird sie kommen. Ich gebe da zumindest die Hoffnung nicht auf. Clanburg ist natürlich an der Stelle irgendwo lockbar. Und aber in der Liga, in der er sich aufhält hier, wird er sicherlich auch mal, ja, man wird hier oben auch deffen. Und das sieht aber eigentlich ganz gut aus. Die können jetzt natürlich noch ein bisschen hochgehen. Aber ich glaube, er ist noch nicht so lange auf Rathaus 9. Denn entweder hat er keine Bauarbeiter hier im Moment am Start oder ich sehe sie mal wieder nicht, weil sie ein Tesla machen. Aber sonst denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Ist eine Save the Dark Base, also der dicke Topf hier ist schön in der Mitte. Man kommt natürlich ran, weil die Mauern hier vor allen Dingen nicht überall geschlossen sind. Da können natürlich Truppen durchlatschen. Ich gehe mal davon aus, dass da ein paar Fallen sind und
würde aber sagen, er kann ganz zufrieden sein mit seinem Account hier. Der Joker. Wir nehmen den nächsten. Es ist ein invalides Tech, okay? Es ist der Safti vom dem Clan Ü18 Fighters. Irgendwoher kenne ich die. Ich komme nur nicht drauf, wie und wo. Aber er ist im Max RH11. Ihm fehlt nur noch der Packer und der Miner hier auf 5. Klonzauber hat er noch gar nicht gemacht, also auch auf Level 10 hat er den gar nicht benutzt oder hat ihn einfach nicht gelevelt, aber ich denke mal, irgendwann machst du den natürlich und die Base. Jetzt kann ich mir ein kleines Urteil bilden von den Bases, aber ich denke mal, hier oben in der Legende hat er Minimum einmal gedefft. Hat er auch, wunderbar. Und ist aber eine schöne Rundbase hier, denke ich mal. Hier kommt man natürlich irgendwo ans Rathaus, die Clanburg ist hier lockbar. Ich weiß noch nicht, ob diese Bases so halten, denn ich habe im Moment so eine Base nicht, aber es sieht natürlich sehr, sehr gut aus hier. Bogenschützentürme sind voll ausgebaut, die Kanonen sind voll ausgebaut. Ich würde sagen, der ist maxed out hier, hat auch nicht mehr viel zu schaffen, außer dass er ein bisschen in die Mauern investieren kann, aber ich denke, der Safti ist hier gut zufrieden. Der nächste in meiner Liste wäre der Lichte vom Clan Two Warriors, ist aber leider abgefarmt. Deswegen konnte ich den überspringen und kann gleich zum Ego-Basher kommen. Der Ego-Basher vom Clan Schnickschnack war auch schon mal bei den True Warriors, hat sich dort gut benommen und ist einfach mal ein bisschen weitergezogen. Ich weiß nicht, warum man die Schweinereiter nicht levelt. Ich meine, eine der geilsten Truppen hier im Spiel und dann nicht gelevelt und gerade ein Go-Hawk hier für einen RH9er. Aber wir sehen das hier, der Ego hat eine gute Base. Die ist absolut maxed out. Ich kenne sie auch. Und er kloppt hier beide Helden hoch, das wusste ich auch, kann auch sein, dass er deswegen erstmal ein bisschen raus ist aus dem Clan bei uns, muss ich mal nachrecherchieren. Aber ich denke mal, auch die Base hier hat schon ein paar Mal gedefft, keine Frage, entweder droppt hier jemand in Kristall 2 oder er hat wirklich schon Devs eingefahren. Und auch eine typische Save the Dark Base hier, also der dicke Topf hier in der Mitte und rundherum die Verteidigung, die schön die Luft abwehren, hier vor allen Dingen die Magertürme schön die Luft abwehren mit Schützen. Und auch die Bogenschützentürme hier 4 Stück, da muss man erstmal ran vorbeikommen. Und ich weiß nicht, ob ein Angreifer wirklich über den Bombenturm hier reinkommt. Clanburg ist natürlich an der Stelle lockbar, also ein Tod musste sterben. Entweder packst das dunkle Lager ein bisschen weiter nach außen oder aber die Clanburg ein bisschen weiter nach innen. Hier hinten, wo die Kanonen sind, in die freien Felder, da muss ich glaube ich nicht gucken, da werden die Tesla irgendwo rumstehen. Vielleicht auch hier bei den Fegern 2 Stück und 2 Stück hier oben bei den Rathäusern. Kann man sehen, wie man will. Aber sieht gut aus hier und schönes RH9 vom Ego-Basher. Wir sind weiter hier beim Rockstar vom Clan, cooler Clanname, in Ruhe zocken. Ja, das möchte ich auch immer und er ist hier ein RH9er. Ich weiß nicht, warum er als RH8er nicht den Golem gemacht hat und auch nicht die Walküre rausgebracht hat und auch nicht die Schweinereiter auf 2 hat. Den Packer nicht auf 3 hat und den Drachen auch noch nicht mal auf 3 hat. Also ziemlich viel vergessen und dann so eine starke Base hier. Also das ist, finde ich, so ein bisschen grenzwertig. Denn ich weiß nicht, mit welchen Truppen er im CK geht. Mit gar keinen Truppen. Okay, er hat 0 Sterne won. Also er hat noch nie ein CK mitgespielt. Oder er hat schon mal einen mitgespielt und hat leider keinen Stern geholt. Aber hier unten hat er 45 Devs. Ich nehme mal an, das sind Drops hier unten in Gold 3. Und ja, die kann natürlich auch noch ein Level vertragen. Also die würde ich sehr, sehr früh machen, die Clanburg. Kloppt jetzt aber schon mal die Queen hier hoch und muss auch noch die Lager machen. Also Rockstar, du hast noch relativ viel hier vor dir. Ich habe das nächste Tech und dort habe ich mir was dazu geschrieben. So, es ist der Clocky vom Clan Black Decker und ich hatte mir dazu geschrieben, es ist ein Feierabend-Clan. Es ist ein Feierabend-Clan und ich weiß gar nicht, ob ich alle nett grüßen soll, aber ich kenne das Design hier, jawohl. Clocky, super, super gemacht hier mein Design meiner RH10-Base, ich hoffe, sie hält hier. Ich schaue mal, 33 Mal schon gedeft, okay. Und der Account hier, glaube ich, ist in Ordnung. Ich glaube, der Account sieht gut aus hier, auch mit den Heldenpärchen 29 und 30. Hat erstmal alles andere gemacht, was an dunklen Truppen zu machen ist, nämlich den Golem, die Walküre, den Hund, die Bola. Also wunderbar, ich gehe mal davon aus, dass jetzt irgendwann auch die Helden hochgehen. Da geht er da hoch, ist der Bauarbeiter da? Jawohl, der Bauarbeiter ist da, also auch der geht auf die nächste Reise. 30er King ist dann auch am Start und ich glaube, die Base hier, ja, die sieht echt gut aus und ich habe die wirklich gemocht als Save the Dark Base, muss ich sagen.
Sie hat bis Champion irgendwo gehalten und ich bin mit dieser Base sogar bis in die Titan League reingekommen. Also gar nicht mal so schlecht. Und finde ich gut, dass ich meine Base mal wieder treffe. Vielen lieben Dank dir, Clocky. Ich denke, du bist mit dem Account und auch mit der Base hier zufrieden. So, wen haben wir vor der ersten Pause? Da haben wir ein invalides Tech vor der ersten Pause. Wir haben hier den Lukas vom Clan Dark Fighters. Er ist ein Rathaus-Level, ein 7er. Und ich habe mir nicht vorher angeguckt. Mist, weil bei mir in der Datei steht Pause. Aber wir gucken hier einfach mal rein. Und er ist auch nicht abgefahren. Wunderbar, ist also ein sehr starkes, ja, würde ich mal so sagen, sehr schön ausgebautes Rathaus 7 hier. Die Mauern schon fast alle fertig, nur noch hier unten so ein paar. Es geht aber auch relativ zügig hier im Rathaus 7 Bereich, also mache ich mit meinem ja auch. Immer wenn ein bisschen Gold über ist, die 200.000 hier, zack, ab in eine Mauer rein. Und auch hier sieht das sehr gut aus, die sind schon auf Max-Level. Die sind auf Max-Level hier. Der kann, glaube ich, noch einen, jetzt muss ich gerade gucken, ja, der kann noch ein Level vertragen. Und auch die Bogenschützentürme hier sind schon hoch, also ich glaube, es ist eine gute Base hier und wird auch hier mal entweder verteidigen oder jemand wird was gedroppt haben. Aber halt, wir gehen hier nochmal rein. Truppenmäßig sieht es auch gut aus, denke ich mal, bei ihm. Denn viel mehr geht jetzt nicht. Schweinereiter gehen noch auf 2, der Heiler geht noch auf 2 hoch. Hinten die anderen Truppen auch, Bogenschützin und die Riesen. Aber ja, ich denke mal, er hat sich als erstes da natürlich zu entschieden, so wie ich auch, den Drachen zu machen. Hat hier, ich habe es jetzt auch gelernt, vielen Dank für euren Kommentar. Auf Rathaus Level 7 geht der Wutzauber schon auf 4 hoch, King hat er auf 5. Wunderbar, ich denke mal, er ist super zufrieden hier. Das sieht echt sehr, sehr gut aus hier. Glückwunsch, Lukas, zu so einem tollen Account. Ja, ich will die erste Pause heute mal im Nachtdorf bespielen, denn da habe ich ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich bin im Moment auch stark geschwächt. Ihr seht das hier, ich bin mit den Pokalen auch relativ weit runter. Also, was liegt da nahe, als dass wir hier gegen die starken 7er hier ankämpfen müssen, die hier schon 3 ziemlich stark ausgebaute Luftabwehren haben und hier ein Loch in der Base haben. Okay, ich muss immer so ein bisschen auf die große Kanone achten. Die hat der Kollege hier noch nicht. Also denke ich mal, wir spickern hier mal rein, was hier ist. Okay, oh, da ist der Tesla. Oh, da ist der Tesla. Okay, dem Tesla können wir natürlich etwas entgegenwirken und müssen jetzt aber die Clanburg, die ist da sehr gut positioniert, denn da werden gleich meine Lakaien, denke ich mal, alle rauf rumfliegen. Ich kann hier jetzt eigentlich schon mit meiner Kampfmaschine bedenkenlos reingehen, damit die auch schon mal so ein bisschen Krawall macht hier mit in der Base und mal sehen, wo die zielstrebig hingeht. Ich schick die manchmal ja einfach so rein, in der Hoffnung, die geht gerade zum Rathaus durch. Was sie jetzt auch gerade macht, wunderbar. Danke dir, liebe Kampfmaschine. Genau, jetzt machst du erstmal den Mörser weg und dann vielleicht noch erst, sie geht jetzt erst aufs Rathaus. Okay, das kann man so machen. Da habe ich jetzt, kriege ich jetzt auch nicht ganz so viel Beschuss. Da haben wir schon ersten Stern. Ich denke, den zweiten werden wir uns in jedem Fall mit der Meisterhütte holen. Und haben wir jetzt noch außen was? Ja, wir haben da noch so einen kleinen Laki, der da noch fliegt. Und der ist im Rücken von dem Bogenschützenturm. Mal sehen, ob ich die nochmal ziehen kann. Nein, ich kann sie nicht nochmal zünden. Dann ist der Laki jetzt auch Geschichte. 56% ist grenzwertig hier in den Bereichen. Müssen wir mal gucken, ob wir den gewonnen haben. Ich denke mal, ja, den haben wir gewonnen. Super. Dann freue ich mich auch immer so kurz. Und dann kann ich hier in jedem Fall weitermachen, denn ich habe hier auch Ziele. Keine Frage, die Nachthexen sollen hochgehen auf 9. Ich benutze sie im Moment noch nicht, weil ich weiß nicht, ob die auf 8 jetzt wirklich so gut sind. Okay, weiter geht's mit den Besuchen. Ihr wisst, die Besuchsfolgen sind bei mir immer sind eigentlich mehrteilig. Das heißt also, die kann ich gar nicht am Stück ausnehmen, denn ich schaue mir immer mal die Bases vorher an. Und wir haben hier den Abknaller, der Abknaller vom Tram, vom Clan True Voice, also bei uns ist er. Und wir schauen einfach mal rein, was natürlich sehr auffällig ist. Er ist CK-geil, also auch schon über 1000 Kriegssterne hier und ist auch ein ganz stabiler Angreifer. Die Base passt tatsächlich mal gar nicht zu den Helden, denn er hat hier noch die kleinen X-Bogen und ist dementsprechend, kann ich bestätigen, sehr, sehr weit unten im Ranking, trotz hoher Helden. Das passt hier an der Stelle und der Rest der Base ist hier natürlich maxed out. Er ist jetzt noch bei den letzten Mauern hier unten bei. Die Truppen bei ihm sind, glaube ich, sowieso soweit fertig. Die hat er schon lange fertig und sieht hier aber sehr, sehr gut aus. Ich denke mal hier oben, er ist bei 3000. Da defft die Base auch mal, jawohl, wunderbar. Und ist, glaube ich, auf dem Weg zu Champions. Das heißt, er pusht im Moment so ein bisschen, um sich die 2000 Gems hier abzuholen.
ich denke mal, viel Erfolg dem Abknaller hier, dass er das schafft, denn die Base hier, ja, hier werden die sehr, sehr schön gedeckt. Hier jetzt nicht mehr so, aber wir haben natürlich auch die X-Boge. Ich weiß zwar nicht, warum die auf Boden stehen. Ich meine, die machen eh nur Pillerschaden hier. An jeglicher Truppe, hätte ich fast gesagt, denn da brauchst du schon fast 5 Schuss für einen Barbaren. Aber deswegen, ich würde sie trotzdem auf Luft mitstellen, denn, ja, ich weiß nicht, nur auf Boden die X-Bogen. Ich meine, sie sind auf 1. Ich glaube, es ist egal, ob die auf Boden oder auf Luft stehen. Sie sind eh zu schwach für diese Base hier. Die dürften schon schwarz sein und der Rest ist hier durch. Bis auf, ich sehe gerade, Babydrache kann er noch machen. Die Hexe kann er noch machen und auch noch den einen oder anderen Zauber sehe ich gerade. Der Giftzauber geht bis auf 3 hoch. Entschuldigt bitte, der Erdbebenzauber geht auch bis auf 3 hoch. Okay, aber der Rest, glaube ich, sieht ganz gut aus und ist ein ganz stabiler Angreifer hier bei uns vom Clan True Warriors. Also auch die gibt es natürlich. Manchmal nehme ich sie auch gerne mit rein, allerdings deute ich das immer auf etwas zu viel Werbung für meinen Clan hin. Nicht für meinen Clan, sondern für unseren Clan. Manche verstehen, es sei verkehrt, das ist nicht mein Clan hier, ich bin hier nur Member. Ja, ganz normal Member und die machen mich hier immer zum Vize. Ich weiß auch nicht warum, da krähe ich auch nicht nach. Aber wir haben hier den Döner-TV. Döner-TV vom Clan Königskobra mit 3649 war er auch schon in Champion 2 und ist auch ein RH9, auch ein Zaubermuffel hier hinten, also Erdbeben und gerade der Gift, also den Gift würde ich wenigstens machen, den Erdbeben, da kennt er meine Meinung, aber Gift würde ich in jedem Fall leveln, hat schön den Eil schon mal auf 2, denn der Eil auf 2 ist schneller als der Wut auf 5. Ja, das immer zu bedenken geben beim Rathaus Level 9er, also ich würde den Eil auf jeden Fall immer vorziehen, denn er verschnellert gerade die Ballons wesentlich effektiver als ein Wutzauber und die Ballons in Wut zu bringen, die machen schon genug Schaden. Die muss ich nicht noch wütend machen. Aber es sieht ganz gut aus hier. Ja, die restlichen Truppen, da hat er immer mal ein bisschen was gemacht, ein bisschen was nicht. Ich weiß nicht, ob das so in Ordnung ist, aber er hat hier oben auch schon mal gedefft. Also zweimal immerhin schon gedefft. Und die Base passt, denke ich mal, auch ganz gut. Hier ist die Clanburg natürlich lockbar. Keine Frage. Aber irgendwas soll hier ja geschützt werden, nämlich beim Trophy-Push hier das Rathaus in der Mitte. Sehr, sehr schön postiert, finde ich zumindest. Hier müssen sie auch erstmal einige Truppen durchwühlen, aber für einen RH10 ist das natürlich kein Ding hier, aber ich denke, sieht trotzdem ganz gut aus und er ist ganz zufrieden mit sich und mit dieser Base hier, der Döner. Ich klicke hier immer so die Magiertürme durch, ob die hier immer schön die, wo ich immer drauf rumreite, die Luftabwehren schön mit abdecken, das sieht aber gut aus und auch die Bogenschützentürme machen das hier ganz hervorragend. Ich denke mal, mit so einer Base kommt man in jedem Fall relativ weit. So, jetzt habe ich 2 invalide Tags. Ich zeige euch mal so einen Invaliden, obwohl er gar nicht mal so invalid ist. Also ich habe hier einen Account gefunden. Allerdings Schabarak. Ich meine, so eine Base kann ich nicht bewerten. Das ist Clash of Clans Beginning. Und sieht aber mau aus. Sieht irgendwie unbewohnt aus. Also ich denke mal, ist ein verlassener Account. Ich habe noch einen Invalid hier drin, nämlich ein 1er. Da fehlt wahrscheinlich irgendwo eine Zahl. Aber ich habe eben nochmal kontrolliert auf der Webseite unter dem letzten Dorfbesuchsvideo. Es gibt ihn auf jeden Fall nicht. Beziehungsweise ich habe ihn nicht vergessen. Wir kommen hier zum WD vom LWL Außenlager, heißt es, glaube ich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Clan Level 11. Ein Rathaus 9er hier und ja, das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Ich denke mal, noch nicht so lange Rathaus 9. Hat auch die X-Bogen noch nicht so hoch. Wunderbar. Scheinbar hat ja mal jemand zugehört. Nein, ich weiß es nicht. Aber er ist hier an. Okay. Er macht jetzt die nächste Luftabwehr, die man hier dazu bekommt. Erstmal auf den Stand der anderen. Hat jetzt schon mal eine. Schon auf voller Ausbaustufe. Also ich denke mal, ist noch nicht so lange und kümmert sich hier prächtig um die Helden. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Helden gehen hoch, Clanburg geht hoch. Ich glaube, das ist mal gerade so ein Rathaus 9er, der aber schon eine mächtige Queen hat, also mit 12. Und hier auch der King mit Level 11. Das ist schon nicht schlecht, muss ich mal so sagen. Also hier geht einiges, denke ich mal, bei dir. WD, was es auch mal heißt. Ich kenne da WD, Western Digital, Festplattenhersteller. Und ich denke mal, hier oben oder hier unten, wo er ist, da defft die Base auch mal, ja. Oder aber jemand droppt hier. Sieht aber ganz gut aus, war schon mal in der Meisterliga. Da geht sicherlich jetzt noch demnächst ein bisschen mehr. Also check mal die Champions League, da gibt es nämlich nochmal 2000 Games für dich. Und ich bin überzeugt, dass du das auch schaffst. Also schönes Ding hier, schöne Base ist dabei heute. Muss ich mal so sagen, gefällt mir sehr, 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 sehr gut, was ihr mir hier eingeschickt habt.
Es gibt ja fast nichts zu meckern. Auch beim Yannick gibt es eigentlich nichts zu meckern vom Clan. Hashtag Superstar. Und er ist hier in Rathaus Achter, hat die Walküren schon draußen, hat den Golem draußen, also die Kaserne erstmal gebaut und auch die Päckerkaserne gebaut. Ich denke, er ist auch noch nicht ganz so lange R8. Ich glaube, das bestätigt sich die auch. Hat die Lager richtig pickepacke voll, also da geht natürlich was. Päcker vielleicht. Was läuft denn? Läuft das Labor hier im Moment? Ja, im Labor läuft was. Und ja, da kann ich ganz schlecht abschätzen, was es ist. Die Laufzeiten hier wären ja jetzt schon ein bisschen länger, gerade bei Rathaus 8, aber hier gehen jetzt schon mal die Luftabwehren schön auf 6 hoch, wunderbar. Ah, ist vielleicht immer ein bisschen tricky, gerade wo wir gerade das Ballon-Event hatten, 2 Luftabwehren im Bau zu haben. Da läuft es natürlich schnell Gefahr, dass du dir die hier wegblitzen, die ist ja schon auf maximalen Ausbau und dann hier noch so nah am Feger. Ja, da könnten sogar beide Gebäude, könnte man sogar mit Blitz und Erdbeben packen, weiß ich nicht genau. Wenn da keine Mauer zwischen ist, dann ist das vielleicht auch so. Aber das sieht hier gut aus, denke ich mal. Ich würde vielleicht diesen hier, man hat ja nur 3. Also tauschen kannst du nicht, sodass hier noch eine Luftabwehr überschnitten wird. Dafür hast du den Magierturm hier. Ja, das ist eigentlich, ja, ist eine coole Base. Ich glaube, die hält auch mal. Ist schon dabei, die Mauern jetzt auch hier unten nachzumachen. Wunderbar. Ich glaube, der Yannick hier ist auf einem guten Weg, ein guter Achter zu werden. Passt auf jeden Fall schon. Achter King auch. Sauber, 300 Sterne, das ist auch in Ordnung. 12-mal schon gedefft. Wunderbar hier. Ich glaube, auch der Yannick hat hier alles richtig gemacht. Super. Super Sache. Und wir haben hier den Cockgamer vom Clan Hashtag Smash Bros. Okay, ein Clan Level 9, sieht aber gut aus. Und auch hier, ja, hätte man vielleicht schon auf 7 die Schweinereiter machen können und die Drachen. Ah, Mensch, Leute, die Drachen. Das ist doch die Hauptkampftruppe im RH7, RH8 Bereich. Und ich weiß nicht, warum man die nicht levelt. Ich meine, er braucht auf 2 7 Tage. Und ich glaube dann auf 3, weiß ich nicht, 9 oder 10 Tage. Ist doch easy peasy. Und also macht ruhig eure Kampftruppe Nummer 1. Das sind einfach die Drachen. Es ist nach wie vor so. Und alles andere kommt dann später. Also so ein Go-Hock oder auch andere mit oder Go-Vibe. Das sind dann die Taktiken, die letztendlich hinzukommen später mit den ausgebauten Golems. Aber sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht hier aus. Und ich tippe drauf, ist auch noch nicht ganz so lange auf Rathaus Level 8. Ersten Mauern gehen hier leider auf 7 hoch. Also ist ein Mauermuffel hier, der Cockgamer. Und hat sicherlich einiges nachzuholen. Aber es kommt ja auch immer ganz drauf an, was man für Zeit hat. Da oben läuft das Labor. Sieht aber, ja, ist grenzwertig. Aber ich glaube, damit kann man noch ganz gut leben. Hat hier die Drachen zumindest alle auf Drachenstatus aufgebaut. Hat eine schon auf Päcker, Das sieht man hier an den Hörnern auf der Kaserne, also an dem Päckerkopf auf der Kaserne, dass er sich den schon freigeschaltet hat. Die Lager sind natürlich auf 200 Truppen hoch. Ich denke, das hat er schon als RH7 gemacht. Aber der Rest muss jetzt unbedingt hochgehen und ja, ich würde auch die Mauern machen. So, einen habe ich noch vor der zweiten kleinen Pause. Und zwar ist das der invalide Tech. Nein, es ist natürlich der Gamer Fabian. Ich glaube, der war bei uns. Ich weiß es gar nicht. Hat jetzt einen eigenen Clan gegründet und ist ein Rathaus 8. Ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Rathaus 8. Zauber, die hat er sich ja jetzt erst freigeschaltet hier. Und auch Golem und Walküre, als er auf Rathaus Level 8 gegangen ist. Und ist aber schon länger 8. Das sieht man in jedem Fall daran. Alle Mauern fertig und die ersten werden jetzt schon schwarz. Das sieht gut aus. Der ist noch auf 1. Den kann man natürlich leveln. Und der auch noch auf 1. Okay. Also da kann man schon im RH7-Bereich ein bisschen was tun und ich würde sie auch leveln, denn die pumpen ja für euch umsonst. Ja, genau wie die Lager hier oben, aber die hat er relativ gut hoch. Die könnten natürlich auch noch ein paar Level vertragen hier. Macht ihr ruhig, gönnt euch die Zeit als Rathaus Level 8er. Aber die Base sieht, glaube ich, ganz gut aus. Die würde ich jetzt nicht unbedingt nebeneinander stellen, sondern vielleicht tauschen mit dem Minenwerfer hier, sodass hier mehr so ein bisschen hier der Schutz da ist. Und wo ist denn der dritte eigentlich? Okay, der dritte ist hier unten natürlich auf Eck. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde hier auf Eck nicht unbedingt einen Magierturm packen, denn der Flächenschaden fehlt hier letztendlich in der Base. Aber sonst denke ich mal, sieht das ganz gut aus hier. Und bei mir in der Datei steht Pause. Die Pause mache ich tatsächlich heute mal etwas kürzer, indem ich einfach ein bisschen Nachtdorf-Action mache. Denn ich habe gemerkt, die anderen Folgen sind ja immer pickepacke lang. Und, ah, jawohl. Endlich wieder ein BH7 hier zu machen. Freue ich mich ja immer tierisch drüber.
Und der hat allerdings hier unten noch das Kanönchen schon. Ich denke, wir kommen. Ja, ich komme mit Bodentruppen hier nicht wirklich weit. Deswegen nehme ich immer gerne nach wie vor die Drachen hier und die Lakaien dahinter. Also nicht die Lakaien, sondern die Megamutanten. So, einen noch da und einen auf die Kanone gesetzt. Mal gucken, wenn die Kanone weg ist, dann kann ich auch meine Kampfmaschine hier schicken. Ich würde sagen, wir schicken sie jetzt einfach mal hier rein. Denn mal gucken, ob die jetzt nicht auf den Zerschmetterer geht, beziehungsweise hier ja nicht auf den Zerschmetterer, auf den Brutzler. Das wäre ganz nett. Mal sehen, was näher ist. Nein, der Bogenschützenturm ist noch näher. Okay, dann müssen wir den erstmal machen, würde ich sagen. Wir haben erst 45%, das ist echt nicht viel. Jetzt muss aber der Brutzler dran glauben. Okay, leider ist jetzt das nächste Gebäude hinter einer Mauer. Also das Rathaus oder die Meisterhütte ist für mich leider unerreichbar. Es sei denn, ich stiefel jetzt noch durch diese Base durch, was ich nicht wirklich glaube. Denn der wird mir jetzt hier nicht unbedingt den Rest geben, aber ist schon eine harte Socke hier, der Zerschmetterer. Und jetzt werde ich auch noch abgelenkt von den Klarburg-Truppen. Wunderbar. Und dann war es das für meine Kampfmaschine hier. 56%. Grenzwertig. Opponent ist noch attacking, also er ist noch dabei. Wir gucken einfach mal rein, was er denn so macht. Okay, er hat die 62% schon und den 1 Stern. Und ich denke mal, er wird sich auch das Rathaus hier, beziehungsweise die Meisterhütte, na, holt er sich die noch mit den Bogenschützen? Ich denke mal ja, weil jetzt nichts mehr hier an die Bogenschützen kommt. Also weder die Kurzkanone hier, die Doppelkanone und auch die Langkanone hier nicht. Jetzt ist das natürlich, jetzt sind sie hin. Aber den haben wir leider verloren. Okay, da müssen wir da mal mit leben. Schade auch. Ist aber, wie ich immer so sage, nicht so schlimm. So, ein paar Tags habe ich noch abzuarbeiten. Ich gucke mal, was meine Zwischenablage hergibt. Und im Moment gibt sie gar nichts her. Ah doch, da ist er. Dass der Glutsch eigentlich so abgefarmt. Ich weiß es, ich habe mir nämlich eben die Base einmal angeschaut. Aber wir können noch etwas erkennen, nämlich, dass es hier ein RH10 ist. Mit 471 Sternen, ja, noch nicht so super viel gemacht. Aber war schon in Champion 2. Und hat hier, ja, meine Lieblinge hochgelevelt. Sehr, sehr schön hier die Kobolde. Wunderbar, hat die Farmtruppen auch hoch. Aber auch die CK-Truppen hat er hoch. Also ich denke mal, für ein RH10 hier gehen jetzt die Bowler, denke ich mal, auf die nächste Reise, also auf die Stufe 2, hat hier Klonzauber auf 2. Das sieht sehr, sehr gut aus. Helden sind, glaube ich, in Ordnung. Ich glaube, da kann man mit leben von den Clan V-Turner. Und ich blende die Base trotzdem ein, auch wenn sie halb abgefarmt ist. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Denn das ist immer noch nicht ganz abgefarmt. Also er hat hier sicherlich auch schon mal, ja, er hat auch schon mal gedefft hier oben. Also ich denke, die Base hier ist sehr, sehr gut. Er greift hier mit Miner an. Also 48 Miner, ja. Hier oben triffst du ab und zu mal einen Neuner und mit 48 Miner und einer ganzen Masse Heilzauber schafft man das in jedem Fall. Ich glaube, er ist schon ein paar Tage offline, wenn ich hier so die Kollektoren so sehe. Also Glutsch, kümmere dich bitte um dein Dorf, denn ich glaube, es ist ein ganz guter Account und er kann ganz zufrieden damit sein. So, ist eine doofe Floskel, dieses Wort so, aber ab und zu muss man es ja mal sagen. Wir haben hier den Exterminate vom Clan Kosis. Er ist ein Rathaus, oh, ein Rathaus 11er mit komischen Truppenmix, muss ich sagen. 15er King, 26er Queen. Da konnte ich nicht entscheiden, mache ich weiter, mache ich nicht weiter. Aber 17er Warden. Und ihr wisst, der Warden wird hoch gewichtet mittlerweile. Hat ja aber schon die richtigen Kampftruppen hier hoch, nämlich die Bowler und die Lufttruppe Lavahund. Also wunderbar hier. Dazu noch die Loons. Ja, ich glaube, so kommt man hier auch über die Runden, hätte ich mal fast gesagt. Und die Base ist hier auch ganz schön stark. Die Clanburg ist schon, ich glaube, ich kann es jetzt beurteilen, ja, 2 Fragezeichen von 2. Er hat sie auf jeden Fall schon voll ausgebaut, ist auf 7. Und der Adler hier ist noch auf 1. Das sieht man, das hatte ich die Tage schon mal gesagt, sieht man ganz schön. Auf 2 hier wird der Fuß so ein bisschen goldener und auch die Kette hier um diesen Schnabel hier, die wird golden, also daran erkennt man das eigentlich schon sehr, sehr gut. Level 1 oder Level 2. Und ich glaube, die Base hier wird sicherlich auch hier oben, ja, 48, ja, oftmals gedroppt, denke ich mal. Denn gerade in Kristall hier, da droppt man sich gerne mal durch, wenn man von oben kommt. Aber sieht ganz gut aus hier von der Base her. Ich denke, er ist auch ganz zufrieden damit. Hier gehen die nächsten Sachen, gehen jetzt schon. Ist hier ein Bauarbeiter? Ja, ein Bauarbeiter ist dabei. Also so lange kann er auch noch nicht 11 sein. Der Warden geht relativ zügig hoch. Das stimmt schon.
Und die hätten natürlich noch einen Vertragen schon auf Rathaus Level 10. Also hier macht der Exterminate immer so ein bisschen was von hier und da, aber mach's mal zu Ende, Mensch. Sieht doch ganz gut aus bei dir hier und ist doch, glaube ich, ein ganz netter Account hier. Wir haben ein Invalidtech Master FF. Ja, der Master FF ist immer ganz fleißig. Der versucht mich nämlich immer auf allen meinen Kanälen, also mit allen meinen Chars, in die Friendslist reinzukommen. Im Moment lehne ich leider alle ab, Master FF vom Clan Schweinereiter. Also kannst du ganz in Ruhe hier deine Base weiterbauen, deine Helden leveln. Und das sieht hier ganz gut aus. Er hat jetzt schon 220 Truppen. Die Clanburg ist auf jeden Fall schon auf 30. Hat schon starke X-Bögen. Und der Rest geht jetzt hoch. Das heißt also, Flächenschaden geht hoch. Ich glaube, die Base war auch schon länger nicht besucht, wenn ich mir die dunklen hier so angucke. Also, aber hier wird auch, auf jeden Fall ist es eine aktive Base. Die Bauarbeiter sind fleißig dabei, hier den Flächenschaden hochzubringen. Nämlich die Minenwerfer hier wunderbar und ist auch das auch so eine typische Save the Dark Base. Ich hatte die auch mal tatsächlich. Dann haben wir die Leute immer hier an dieser Stelle, wo der Bombenturm ist, einfach mit dem Erdbeben das Ding hier aufgemacht. Dann haben sie hier nur noch eine Mauer und dann waren die hier relativ zügig in der Base drin. Also grenzwertig, aber ich denke mal, sie wird hier unten in Kristall, ja, hat er 8-mal gedefft. Aber oftmals, also ich muss sagen, ich mochte das Design ganz, ganz schnell nicht mehr, denn man kommt natürlich auch schnell mal ans Rathaus. Und selbst wenn man am Pushen ist oder am Droppen ist, nimmt das immer gerne mal mit. Und die Helden sind ein bisschen klein noch, aber ich denke mal, wenn ich das so sehe, ist ein kleiner Mauermuffel, hat ein bisschen was übersprungen, aber sieht ganz gut aus, truppenmäßig, grenzwertig. Also gerade der Feuerfresser Golem hier, der muss hoch, in jedem Fall. Schweinereiter hat auf 5, Drachen auf 4. Können wir eigentlich so durchgehen lassen. Gute Sache hier vom Master FF, aber bemühe dich nicht mehr. Gönn dir die Zeit in deiner Base. In der Base vom Nanomake, mal sehen, vom Clan Bad Camping. Mit einem schönen Smiley dahinter, sieht sehr gut aus. Ist ein starkes RH9, sehe ich. Ist, ich denke mal, nur noch von den Mauern her ist, der Rest ist aber maxed out. Hier geht der King, ist das so? Kann man hier einen Bauarbeiter erkennen? Ja, da ist der Bob. Der King geht auf 19 hoch, das ist schon mal sehr, sehr schön. Wo ist die Queen? Oh, die Queen geht auch hoch auf Level 22, wunderbar. Sieht sehr gut aus, jawohl. Das mag ich immer, wenn jemand so richtig extrem hier durchmaxt und hier auch eine schöne, ich nenne sie immer so, Save the Dark Base, der dicke Topf hier voll in der Mitte. Ich denke mal, hier ums Rathaus, vorm Rathaus werden die Teslas, denke ich mal, irgendwo rumlungern und die Base hier ist auch von der Luftabwehr hier und von den Minenwerfern schön gegen Luftangriffe geschützt und hier unten defft sie auch mal. Der Account hier sieht gut aus, hat die Kampftruppen in jedem Fall, CW-Truppen in jedem Fall hoch hier. Zauber hier auch, schön gelevelt, der Eil geht sicherlich, ich tippe mal drauf, dass der Eil im Labor läuft. Wenn das Labor denn überhaupt läuft, wo ist es? Wo ist das Labor hier? Oh, da läuft nichts. Dann würde ich doch echt mal den Eilzauber anstoßen, denn genug Dunkles, glaube ich, ist hier drin. Du kannst ja auch gar nichts mehr machen und ich glaube, so teuer ist er nicht. Also hau den Eilzauber hier rein und dann ist das hier ein schöner Account. Gefällt mir gut vom Nanomake. Wunderbarer RH9er, also sehr RH9er lastig diese Folge. Und der Chris Elf hier vom Clan Royal Heroes bildet heute mal den Abschluss auch mit seinem RH9 hier und sieht auch sehr, sehr gut aus. Hier macht er schon mal so halb die Mauern. Also, oh, entschuldigt bitte. Macht jetzt den zweiten X-Bogen oder den ersten X-Bogen auf Level 2. Wunderbar. Und passt eigentlich zu den Helden. 10-10. Schön die Queen erstmal auf 10 nachgezogen. Und jetzt kann das hier in jedem Fall fröhlich weitergehen. Entweder mit King oder Queen. Die Base hier sieht auch schon ziemlich stark aus vom Rest der Defense hier. Hier werden immer die Luftabwehren schön mit geschützt. Ja, an der Ecke jetzt nicht, aber an der Ecke hat er hier auch den Feger so schön stehen. Ich weiß nicht, diese offenen Bases hier, da kann man natürlich reinlatschen. Da brauchst du keinen Mauerbrecher mehr nehmen. Und ein Golem, der von hier hinten zum Beispiel geschickt wird, der geht natürlich hier auf das erste Defense-Gebäude, was frei steht oder hinter einer Mauer ist. So, jetzt muss ich eben mal pausieren. Ja, und ich musste doch noch mal stückeln. Ihr habt das vielleicht im Hintergrund gehört, dass das Telefon natürlich immer dann geht, wenn du es nicht erwartest. Also, noch mal abschließend hier.
schönes Ding hier vom Chris, denke ich mal. Er ist, glaube ich, auch zufrieden und hat ja auch eine richtig nette Armee am Start. Ich hätte fast gesagt, ist noch Eventtruppe. Und ja, das sieht gut aus hier. Das gefällt mir in jedem Fall. Und jetzt habe ich zwar noch einen abschließenden Schnitt drin, aber natürlich noch keinen abschließenden Angriff hier im Nachtdorf. Also nochmal eine kleine Action hier. Mal sehen, ob ich heute nicht noch die Nachthexen angestoßen bekomme auf den nächsten Level. Und ich freue mich hier auf jeden Fall. Ist das ein 7er? Wo hat er seine Luftabwehr? Ah, da geht die dritte Luftabwehr erst hoch. Das ist natürlich wunderbar. Dann kann ich sicherlich, ja, eigentlich müsste ich hier doch mal eine andere Truppe ausprobieren. Ich weiß es aber. Mit der hier ist es mir am sichersten, gerade die drei Angriffe zu machen, wenn es darum geht, den Bonus hier reinzufahren. Ich nehme auch, gar keine Frage, ich nehme auch immer mal wieder eine andere Truppe. Also ich habe auch schon die Kanönchen mal benutzt, habe die Barbarchen mal benutzt. Aber gerade wenn es darum geht, ich will jetzt hier unbedingt den dreimal Tagesbonus haben und dann war es das ja für mich hier im Nachtdorf, dann ist mir diese Truppe hier nach wie vor die mir am liebsten ist. So, mal sehen, wo meine Kampfmaschine hingeht. Ich darf natürlich nicht vergessen, die auch mal zu zünden. Damit, ich hoffe, die geht jetzt auf die Meisterhütte. Ja, sie geht auf die Meisterhütte und es kommt noch kein Crusher hier runter. Das ist natürlich nicht schlecht. Auch mal sehen, ob ich die noch mal zünden kann. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das werden nur 45%. Okay, also schon starke Base. Man sieht das hier auch. Der hat sich auf jeden Fall verdient, hier auf 7 zu gehen. Mal gucken, ob seine Truppen auch so exzessiv gelevelt waren. Mal sehen vom Profil her. Jo, das sieht ganz gut aus hier. Also auch der ist eigentlich so ein ganz Normali, wie ich eigentlich auch bin. Also absolut in Ordnung, wenn der mir hier was reinballert. Und auch nur 48% und ein Stern. Okay, alles klar, kann man machen. Ich bleibe hier in jedem Fall am Ball. Ich habe meine Datei jetzt in jedem Fall durchgezeigt. Also überall die Texte, die ich heute gemacht habe, sind bei mir markiert als gezeigt. Und ich hoffe, die Dorfbesuchsfolge hat euch trotzdem wieder gefallen, auch wenn sie mal wieder endlos lange geworden ist. Ich denke mal, wir sehen nächste Woche wieder eine mit hoffentlich neuen Text. Mal sehen, denn ihr braucht mir eure Text nicht normal schicken. Ihr wisst das mittlerweile, ich habe die im Filter. Alles Doppelte kommt erstmal raus, außer jemand ist von 7 auf 11 gegangen, weil er gesagt hat, Mensch, ich habe im Lotto gewonnen, habe alles vorgegemmt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen in einer netten Folge hier wieder aus dem Rathaus Elberdorf mit mir, dem Thorsten. Und tschüss.